And I'm looking for trouble. Die Wildbratwurst. Philipp, hat sie geschmeckt? Schmeckt noch. Schmeckt doch. Ja, hat noch einen Schnüppel drin, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal ran. Auswahl. Ja. Ist das hier Mäuer auch noch? Das ist ja nicht alles. Wie? Hier geht's weiter. Die Mäuer habt ihr noch mehr, oder was? Ja. Da komme ich Mäuer mit der ganzen Gruppe. Ja. Okay. Was ist das hier? Ja, ist das Brecker? Illenhausen. Ja, dann kenne ich es. Kennst du? Das gibt's in keiner Landkarte, ne? Jetzt erklär mir mal, was läuft jetzt hier überhaupt? Ja, Präsentation, Schaulaufen vom Glacier Renngespann. Die Leute fahren bei der deutschen Meisterschaft mit, bei Veteranenmeisterschaft, auch zum Teil international. Wir haben einen motorradbegeisterten Motorsportclub und wir haben einen motorradbegeisterten Wirt. Mein Name ist Hans-Georg Fuhr aus Obersehen. Ich habe früher 12 Jahre international und nationale Motocross- und Grasrennen moderiert und habe das hier gerne übernommen, mache das jetzt zum 3. Mal. Wir hoffen, dass wir das in Zukunft auch weitermachen können. Okay. Ansonsten wünsche ich mir viel Spaß und weise darauf hin, die größte klassische Veranstaltung in Deutschland ist am 3. Wochenende in August ganz in der Nähe hier in Schotten. Da lade ich jetzt schon herzlich ein. Alles klar, danke schön. Bitte. Wie sieht's aus? Alles klar, wunderbar. Alles klar. Na logisch. Haust du doch richtig an dem Gasgriff drauf rum? Mir du noch schön am Kabel ziehen. Thank you.
treten das Luigi-Neumann-Fahren. Achtung, bitte nicht mehr Fahrbahn überqueren. Nicht mehr Fahrbahn überqueren. Jetzt, geile Veranstaltung hier, oder? Hammer, echt. Hammer, so muss es sein. Genau, cool. Genau, Achtung, da kommt's. Kommen Sie schon, oder? Ach, gleich wieder. Okay. Stellst du es ins Internet? Klar. Wird mir doch wieder scharf, oder? Komm mit rein, gell, weil du so nett bist. Schön. Geht macht, schnell, ja? Gleich weiter. Ihr macht hier die Gaststätte, gell? Ja. Ja. Das ist hier. Küchencrew. Wie? Die Küchencrew. Okay. Ein Teil davon. Ich jedenfalls. War jetzt zu kurz das Interview? Die geht immer voll ab.
Ja.